dann eventuell eine Stunde irgendwie Münzen sammeln oder so. Das erspare ich euch einfach. Das überlasse ich bei euch, ne? Wenn ihr das Spiel dann doch mal selbst spielen solltet. Dann habt ihr wenigstens auch noch was, was ihr rausfinden könnt. Okay. Easy. Schlag zu. Dankeschön. Ja, eigentlich ist die erste Runde zumindest hiervon wirklich am nervigsten. Weil die halt auch einfach so lange dauert, ne? Ich hasse es, wenn Sachen lange dauern, weil ich einfach nur warten muss. Oder halt so ein bisschen handlungsunfähig bin, so wie hier. Nehmen wir jetzt an, so ein Gameplay wie so ein Tekken, ne? So ein Beat'em Up. Wo ich einfach die ganze Zeit offensiv angehen kann. Und den theoretisch die ganze Zeit auch treffen kann. Auch wenn er dann irgendwie statt diesem Block konnte oder sonst irgendwas. Und hier muss ich einfach ausharren. Ausharren, bis er seine 8 Schläge erfüllt hat. Und sowas kann ich nicht gut, ne? Bin ich zu ungeduldig für. Und ich muss aber ein bisschen... Okay. Womit fängst du jetzt nochmal an? Okay, wieder Wasser. Kein Problem. Weißt du, wie das Kabel aus deiner VR da raushängt? Okay. Ist vielleicht nicht so clever, wenn ich immer in die Ecken renne, ne? Oder? Glaube ich. Scheiße! Wow, 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 wow. Pieks, Pieks, Stachelpieks. Das war von... Was von 45? Ach, von 45 10. Ich weiß gar nicht mehr. Kaktor. Okay. Eins, zwei, drei, okay. Oh, da habe ich fast die Hand schon wieder vergessen, ne? Okay, Runde Nummer zwei. Zeig ich mir deinen scheiß Totem, Pfeil da, oder? Hallo, mein Wissen. Keule. Boah, Nummer eins. Nummer zwei mal erwischt, sehr gut. Okay, okay, okay. Ja, nice. Und Nummer 2. Perfekt. Ja, das schon mal gegessen. Komm, nur noch eine Runde, nur noch eine Runde. Die ist zwar intensiv, die Runde, aber es ist halt nur noch eine, ne? So, ja, 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 ja. Ist okay, ist okay. Ah, Wasser finde ich gut. Weil Wasser tut mir nichts. Also von Wasser wurde ich noch nie getroffen. Ich soll es vielleicht nicht zu weit oder zu laut aussprechen. Könnte aber mein Körpergeruch erklären, wenn ich von Wasser noch nie getroffen wurde. Ups. Alter, es sind so viele! Nein! Alter! Oh Gott! Das war so gottverdammt knapp. Das war ganz schön fies, ey. Dass er seinen Raketenwerfer erstmal ausgepackt hat und dann direkt die Ninja-Sterne. Fand ich nicht geil. Wirklich nicht. Okay. Nein, ich wurde getroffen! Wie scheiße! Ich halt's nicht aus. Ja, das kann ich vergessen, Mann. Ich kann mich töten lassen. Oh, es ist so ein Driss. Von dieser fucking Hand. Ey, boah. Das regt mich gerade echt auf. Warum gibst du mir einen Counter? Ich habe ja keinen Zeitdruck. Oh. So kurz vorm Ziel, ohne Scheiß, so kurz vorm Ziel. So unnötig und so dumm, ne? Oh, das kann ich wieder von vorne anfangen. Kacke. Ja, ja, ja. Mach, mach. Irgendwas. Ganz entspannt. Ich werde doch keine liegenden. Finger weg, genau. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich guck schon niemals mehr zu den Fäusten, so ich lösche einfach, ne? Schon ein bisschen arrogant, gebe ich ja zu. Das haben wir jetzt auch schon ungefähr 800 Mal gemacht, ne? Oh, ey, wieso habe ich mich denn treffen lassen, ey? So ein Scheiß, echt, ey. Geht mir gerade echt auf den Piss so ein bisschen. Geh wieder zu. So unnötig war einfach.
Okay. Schön im Wechselspiel macht er das. Flups. Ich kann die Musik jetzt langsam auch nicht mehr hören hier. Also nicht, dass wir jetzt hier schon einen halben Tag unterwegs sind, aber wir sind ja schon viel länger, als wir eigentlich hätten sein sollen. Und müssen vor allem. Was ist das hier noch? Du machst nochmal Ninja-Sterne. Das war's, okay. 1, 2, 3. Also immer von vorne nach hinten rein, das ist glaube ich besser, ne? Einfach direkt hier durchpensen. Okay, kein einziger Wisch, das ist blöd. Perfekt. Okay, komm her, komm her, komm her. Ja. Hervorragend. Auf ihn zuzuwinken. Ich glaube, unser Captain hier, der ist die ganze Zeit voll dabei. Und winkt uns die ganze Zeit zu, weil er denkt, wir gucken den an. Oh, Entschuldigung. Ich hab den einfach mal mit Riesen-Leerstern abgeworfen. Sorry. Keine Absicht. Ja. Okay, das ist scheiße. Wir kriegen es hin, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Wir müssen nur aufpassen, ne? Nach dem einen Raketenangriff macht er wieder seinen Shuriken-Scheiß. Dann wird es wieder gefährlich. Jetzt kommt eine Rakete wieder, ne? Ja, jetzt kommt schon Shuriken, okay. Kommt wieder Wasser? Vielleicht macht er es doch nicht? Keine Ahnung. Schwesit nicht. Ich kann das nicht lesen. Okay. Alter, ist gut jetzt. Aus, aus! Ja, genau. Sei böse. Sei böse. Sei böse. Ja! Ja, 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 ja. Jetzt nur noch Laserkanonen-Action und das ist echt easy. Ich glaube, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Entschuldigung, ich gehe mal mit meinem Kollegen hier aus dem Weg. So. Flugzeug. CH. Also Doppel-CH, Flucht und Zeug natürlich. So. Von den beiden Sachen aber auch nicht so schlimm. Finde ich nie so schlimm. Ist es die letzte Runde? Ja, es ist die letzte Runde. Und. Der geht down! Alter, jetzt haben wir es geschafft. Und damit die letzten beiden geholt. Ich will mein Ziel haben. Gib mir mein Ziel. Gib mir mein Ziel. Gib mir. Ja, 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 ja. Genau. Oh, ist das gut. Immer diese Befriedigung bei so Spielen, wenn man dann die 100% erreicht, ne? Habe ich jetzt überhaupt die 100% erreicht oder habe ich jetzt ein extra Level freigeschaltet? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, nice. Schön. Mal gucken, ob ich jetzt nochmal ein Feuerwerk bekomme. Jetzt haben wir sie alle, ne? Und schwing, schwing. Ah, der freut sich. Der freut sich jetzt über irgendwas. Feuerwerk, okay. Du hast die ganze Crew gerettet. Toll gemacht. Deine Mission ist beendet. Wunderbar. Habe ich jetzt noch irgendwas bekommen dafür? Damit, jetzt kann ich die Credits auch mir mal angucken. Ich will mal ins Astro-Schiff gehen. Vielleicht ist ja jetzt irgendwas Neues gekommen. Ja, komm, gehen wir mal nochmal rein, bevor wir jetzt aufhören. Ja, Fazit zum Spiel habe ich ja schon abgegeben. Also ein richtig schönes Spiel. Macht richtig Bock. Ist nicht zu lang. Ist super kurzweilig sogar. Es gibt einem trotzdem irgendwie so ein Gefühl von Belohnung, wenn man sich dann auch ein bisschen umsieht, wenn man ein bisschen erkundet, weil man halt dann einfach irgendwann alle gerettet hat. Und da stehen sie alle. Tanzen sie jetzt? Oder jetzt kann ich mir nämlich auch alle folgen lassen, glaube ich, ne? Irgendwie. Ist eigentlich ganz witzig, doch. Ja. 212 Crewmitglieder, die einfach Bock auf mich haben, mir einfach folgen. Das Coole ist auch, dass da so ein paar Goldene mit dabei sind. Das sind wahrscheinlich hier aus den Herausforderungen, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Das wäre halt wirklich auch ganz geil, dass mir einfach zu 100% wirklich folgen. Das ist aber bei dir genau das gleiche passiert wie mit mir. Nee, das war's eigentlich schon. Also viel mehr kann ich euch jetzt hier beim Spiel nicht zeigen. Also es ist auch vom Schwierigkeitsgrad her voll angenehm. Also zum Großteil zwar relativ einfach. Gerade wenn es um das einfache Schaffen geht. Die 100% sind schon... Ja, gehen zumindest in den Bereich leicht anspruchsvoll, aber es wird eigentlich nie unfair. Ein paar Sachen sind ein bisschen nervig. Also wirklich eigentlich ein totales Spiel, wo man sich eigentlich kaum drüber aufregen kann. Mir macht es einfach Spaß. Und
Das ist auf jeden Fall auch so ein Spiel, das kann man auch echt nach ein paar Jahren wieder reinlegen und es macht einfach Bock wie beim ersten Mal. Deswegen von mir die absolute Empfehlung, wenn ihr Bock drauf habt oder auf sowas oder generell mal an etwas neueren Plattformen spielen wollt, so viele gibt es ja nicht. Im Indie-Bereich gibt es vielleicht so ein paar, aber so ich sag mal, mit einer hohen Production-Value gibt es halt wirklich nicht mehr so viele. Ist das ja auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Natürlich blöd für die Leute, die jetzt natürlich keine VR haben, ne? Aber genauso gut auf der PS5, Astrobot, wie hieß das nochmal, Astro's Playroom oder so, auch richtig geil gemacht mit mega viel Fanservice für Sony-Fans. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Aber ja, hier sind wir auf jeden Fall erstmal fertig. Ich finde es echt schade, wir haben hier 100% geholt. Wie gesagt, wir könnten hier jetzt so die ganzen Kisten aufmachen und die restlichen Belohnungen holen, aber das möchte ich euch ersparen, weil es einfach nur zeitaufwendig ist. Was wir aber noch machen können, ist einmal uns mal die Trophäen, wo sehe ich sie, angucken. Genau hier. 37 Trophäen gibt es insgesamt. Platin 2020 habe ich das gespielt, schon, Alter, 3,5 Jahre her. Zeig, was du drauf hast. Schieß das erste Level ab, besiege den Gorilla-Boss. Okay, das ist beim Durchspielen. Octopus-Boss, Vogel-Boss, Spinnen-Boss, Hai-Boss. Besiege das Alien, wenn das spielt. Also das sind alles Sachen, die man so einfach bekommt, ne, wenn man das Spiel einfach durchzockt. Flossen hoch, besiege den Hai-Boss. Was? Achso, nee, Entschuldigung. Also da gibt es für jede Welt, für jede der 5 Welten nochmal eine eigene Trophäe, wenn man alle Bots gefunden hat, also alle, die komplette Crew halt. Da gibt es nochmal eine, wenn man in allen Welten alle Bots gefunden hat. Das hätten wir auch geschafft. Alle 4 Chamäleons, also alle Chamäleons finden in jeder Welt. Schießt dann erst Herausforderungen vollständig ab. 10 Herausforderungen vollständig ab, 20 Herausforderungen schon vollständig ab und alle Herausforderungen. Also bis hierhin hätten wir jetzt alles im Let's Play eigentlich schon geholt, ne? Also das ist einfach die 100%-Geschichte, die man hier dann schon hat. Okay, rette die gesamte Crew, das hätten wir jetzt auch schon geholt, die Rettungstruppe. Da hätten wir schon viel geschafft, ne? Erhalte dein erstes Spielzeug im Astro-Ship, also das ist, glaube ich, das, wo man halt sich was kaufen kann. Erhalte die Hälfte der Spielzeuge, erhalte alle Spielzeuge, das hätten wir natürlich nicht geholt, aber es ist halt diese Farm-Geschichte. Zartes Gemüt, erledige den Spinnenboss, während du wegsiehst. Ach so, wahrscheinlich, weil die VR-Brille sieht, wo man halt gerade hinschaut. Ich muss mal gerade mal den Bildschirm justieren, ne? Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gesehen habt, das ist ja aber ganz schön abseits. Wahrscheinlich, weil man die quasi nackig macht, ne? Damit man dann halt nicht, nicht unhöflich ist und sie dann anschaut, während sie dann ihr Korsett verliert. Aber klar, wahrscheinlich die VR-Brille sieht halt oder merkt halt, wo man hinguckt. Und wenn die Spinne nicht im Sichtfeld ist, dann kriegt man wahrscheinlich die Trophäe. Ich habe dich nicht gewählt. Schließe bei den Mitwirkenden den Namen des Präsidenten ab. Ah, okay, genau. Da konnte ich mich nur dran erinnern. Das war, glaube ich, auch die letzte, die ich geholt hatte, die letzte Trophäe. Aus, das Spiel ist aus. Erziele ein Tor am Strand. Bestimmt bei den Fußballrobotern. Spritze sich selber mit dem Wassergerät an, erfrischend. Also selber. Also wirklich sich selbst und nicht den kleinen Astrobot. Ist auch einfach. Lass Astro unter Wasser an dein Gesicht kleben. Wahrscheinlich müssen wir dann einfach in unser Gesicht reinschwimmen. Acht auf einen Streich. Besiege 8 Gegner mit einem einzelnen Wirbelangriff. Das hätten wir, glaube ich, nicht geschafft in dem Spieldurchlauf. Triff Astro mit dem Controller im VR-Menü. Ist es da, wo ich den Ball immer so hoch und runter gebummelt habe? Weiß ich jetzt nicht. Erhalte einen Stromschock, während du mit Wasser spritzt. Okay, das haben wir ja auch nicht geschafft. Besiege einen Gegner, indem du das Seil unter ihm wegziehst. Okay, das ist böse. Aber das kann man wahrscheinlich dann mit diesem Hookshot machen, wenn man sein Seil halt selbst rausschießen kann. Dann kann man es natürlich auch wieder reinholen. Hauptgewinn. Finde einen vergessenen Preis im Greifautomat. Einen vergessenen Preis, okay. Interessant. Also da kann ich jetzt gar nicht mehr dran erinnern, was das ist. Aber auf jeden Fall, die ganzen Trophäen hier sind relativ einfach zu holen. Auch wenn da steht, dass irgendwie nur 1,5% der Spieler die Platin-Trophäe erhalten haben, kann ich nicht nachvollziehen, weil die macht Bock auf jeden Fall, die Platin-Trophäe. Das Spiel macht Spaß, es ist nicht unfair. Und ja, ich sag mal, das Schwierigste hätten wir jetzt geschafft. Jetzt müsste ich halt noch Zeit aufwenden, um halt alle von den Preisen zu sammeln. Ja, und diese kontextsensitiven Trophäen, also wo man halt einfach nur eine kleine Sache machen muss, die wären, denke ich mal, auch easy zu machen. Gut, ja, das war's auf jeden Fall mit Astrobot Rescue Mission, ne? Mein erstes VR-Let's-Play jetzt vollbracht mit technischen Problemen an allen Ecken und Enden, aber ist egal, ich hab's knallhart durchgezogen. Ja, ich habe jetzt nur noch ein PS4-Spiel vor mir, tatsächlich, bevor ich zum PS5 wechsle. Das Genre ist auch ziemlich ähnlich zu dem hier und es ist, ich weiß nicht, ob es ein Indie-Spiel ist, ich habe da von dem Spiel eigentlich nicht wirklich viel gehört. Das Einzige, was ich von dem Spiel mitbekommen habe, ist, dass es halt mal mega günstig war. Julia hatte das mal gezockt und die hat gesagt, das Spiel ist eigentlich ziemlich gut. Und da habe ich mir gedacht, Plattformer für PS4 gibt's halt nicht so viele, ne? Dann tue ich mir das nochmal rein. Und ich glaube, da gibt's, glaube ich, auch zwei Charaktere. Also ein bisschen wie Ratchet & Clank, Jack & Dexter und das hat halt auch einen Namen mit also Vielleicht reicht das ja auch als Tipp. Gut, das war's dann auch wieder, wie gesagt, mit Astrobot Rescue Mission. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns dann, ja, beim nächsten Mal bei irgendeinem der Projekte wieder. Ich würde aber auf jeden Fall gerne noch die Astrobot-Reihe auch weiter fortführen. Das heißt, wenn ich auch auf der PS5 bin, werde ich dann auch dieses Astrobot-Spiel machen, was dann direkt quasi immer vorinstalliert gewesen ist. Und,
Vor kurzem ist, glaube ich, auch noch ein neuer Astrobot-Titel rausgekommen. Und den will ich mir auf jeden Fall auch irgendwann mal reintun. Aber ich warte erst mal, bis der günstiger ist. Gut, also dann haut rein, schönen Abend noch und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss.